Aber gut, Richards soll sich eh den Bogen schnappen. Was war das denn da gerade für ein komischer grüner... Ach, das war die Hand. Das sah nur so komisch aus gerade. Dann kannst du danach hier weiter ab... Nee, ich hab die Wand nicht extra abstehen lassen mit abgerissen. Oh Gott, bin ich dämlich. Sagt nichts. Oh nee, wie bescheuert. Das geht ja gar nicht. Wie dumm ist. Ach, egal. Komm, reiß ab den Schnodder. Dann brechen wir es wenigstens hier ab. So, Delgado ruht sich aus. Dress meditiert und Generale geht nochmal forschen. Und bevor sich Dress gleich hinlegt, kann er den Knüppel nochmal woanders hintragen. Mhm. Meditiert lange. Ohne Tisch gegessen. Ja, kann ich auch nichts für. Wir haben einen. Ne? So, und Richards, ah ja, der haut hier erstmal ordentlich auf den Felsen. Befehle. Ist natürlich die Frage. Doch, wir bauen die schon. Das Ganze drehen wir rum. Mit dem Zweierabstand hier neben. So, man kann hier in die Ecke theoretisch irgendwann nochmal ein anderer Tisch. So ein kleiner passt natürlich hier wunderbar noch in die Ecke. Wenn das hier weg ist, wird das Lager ausgeweitet. An diesen Raum müssen wir ja nicht. Das ist ja nur unsere Gefängniszelle. Die können auch alle durchs Lager laufen. Ja, das ist ja relativ egal. Hier haben wir ein kleines Vordach, sehe ich gerade. Ja, genau. Wie sieht es denn aus? Können wir nicht hier dann wenigstens ein gleichmäßiges Vordach vorzimmern. So, diese drei Felder. Diese drei. Pause, Pause, Felder. Toll. Ist immer schön, die Pausen an den besten Orten, an den besten Stellen eines Satzes zu machen. Du mir das Wildschwein an, ich mach dich kaputt. Da kannst du aber von ausgehen. Hm. Merk's dir. Ich würde ihn gerne verjagen. Nicht jagen, sondern verjagen. Dass das nicht geht, dass man dich praktisch nicht einfach neben den stellt. Sie hier mit ihrem Repetiergewehr zweimal in die Luft schießt, dann haut der schon ab. Dann haut sie schon ab. Ist ein weiblicher Bär. Aber gut. So, abscheuliche Umgebung, natürlich. Hier ist auch absolut noch ganz viel Geröll. Und also, was können wir jetzt hier machen? Mend simple apparel, mend complex repair. Auch nur Kleidung, ne? Genau, das. Ah ja, Complex wäre jetzt. Handwerk 8. Ja, ich will es ja nur mal zeigen. Kopfbekleidung, Energierüstung, Schutzweste. Alles klar. Simple Weapon. Wie zum Beispiel eine Nahkampfwaffe. Komplex sind Fernkampfwaffen. Wir haben keinen, der das kann. Ja, ich weiß. Ah ja, den Doomsday-Raketenwerfer, den Dreifach-Raketenwerfer... Das Zielgerät, orbitale Strahlenwaffe, mhm. Aber Simple Weapon, den müssen wir doch haben. So, und, aufpassen. Jeder Qualität, übel bis schlecht. So. Das Messer ist ja normal, sollte also nichts passieren. Dieser Knüppel ist halt schlecht. Kann man den jetzt, steht hier Knüppel? Knüppel.
Ich erlaube mal nur nicht Schmelzbares. Weil Schmelzbares später noch wichtig werden könnte. Okay. Wer möchte das denn mal übernehmen? Delgado. Wir haben doch einen Knüppel. Kannst du mir nicht erzählen. Ah, der hat natürlich... okay, machen wir mal so. Jawohl. Habe nicht bedacht, dass der hier keinerlei Qualität hat. Komischerweise. So, und die Kleidung kann dann später hier vorne an der Nähmaschine recycelt werden. Gehe ich mal von aus. Nein, dann nicht. Ich wollte sagen, trag das mal durch die Gegend. Dann eben nicht. Dann sagen wir hier auch Waffen und Kleidung, bitte. Hier kriegen wir leider kein Regal mehr rein. Na egal. So. Du sollst sie nicht reparieren, du Arsch. Du sollst... Ich habe auf Repair gemacht, ne? Ich bin so doof. Ich habe auf Repair gemacht. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Komm, hau weg. Ja, ist gut. Naja, dafür ist er jetzt repariert. Der Marmorknüppel. Ach, was soll's. Ist schon geil. 4,12 Nahkampfschaden. Das Plastahlmesser ist eh das Beste, was wir haben. Hau weg den Scheiß. Aber gut, können wir nichts mitmachen. Ach, göttlich. Ja, das war gut. Und zack. Oh, viermal gestörter Schlaf. Viermal ist jemand reingekommen und hat hier ihm was da weggenommen. Oder was da durchgetragen. Ja, ist auch nicht angenehm. Muss aber auch einfach mal zwischendurch sein. So. Und nicht mehr schlachten. Wie sieht's denn hier aus? Schlecht, aber noch gut. Na. Ja. So. Bitteschön, General. Betätige dich der Nähmaschine. Und bring uns etwas Stoff herbei. Na toll, jetzt habe ich verpasst, wie viel sie waren. Wie viel war es denn jetzt? 18? Quatsch, war ja Biber. Ich habe das jetzt nicht so genau beobachtet, leider nicht. Das war schlecht. Aber gut. Was macht die Batterie? Klar, die hier brauchen natürlich ordentlich was an Energie, wenn die benutzt werden, die Nähmaschine und die Mending Workbench. Aber da müssen wir ein bisschen beobachten. Alter, stapel das doch. Und wieso zur Hölle hat die eine Überlebensration? Oder wo kommt die her? Wo kommt denn diese Überlebensration her? Ich weiß ja nicht. Aber gut. Oh, ein Holz. Toll.
Okay, wir brauchen eine größere. Wir brauchen nicht eine größere, wir brauchen eine bessere Kühlung im Kühlraum. Und jetzt haben wir natürlich die Batterie da schon stehen. Ich finde den Durchgang hier eigentlich praktisch. Man könnte natürlich auch einfach hier die Wände runterziehen. Wenn wir den jetzt vergrößern wollten das nächste Mal, ne? Hätte man halt die Batterie im Kühlraum stehen. Ist aber auch nicht so schlimm, glaube ich. Und man könnte eine Tür direkt von der Küche zum Lagerraum machen. Die Küche vergrößern, nach hierhin irgendwo. Tisch umbauen. Oder umsetzen. Und dann kann man hier... das ist doch gar nicht mal so schlecht. Aber... das heißt auch... ah ja, hier hinten sollte ja eh nichts hin. Dann kann ja hier hinten die zweite Kühlung hin. Und ich glaube, wir brauchen dann demnächst auch doch tatsächlich... eine Solaranlage. Könnte jemand... genau. Achso, ja, nee. Mach du ruhig. Ich dachte, man könnte das aufteilen. Weil jetzt reißt der das ab. Und trägt das jetzt erst dahin. Und ich dachte, man hätte das schon gleich mal da machen können. Weil jetzt haben wir hier 34 Grad drin. Toll. Danke. Das behalte ich jetzt auch auf hoher Prio, denn das hat jetzt absolut Vorrang. Genau, drei Bauteile. Ach, die sind natürlich am Arsch der Welt. Na gut, könnte der nicht General... priorisiere du mal das, die Solaranlage. Delgado muss ja nicht alles gleichzeitig machen. Es ist sehr wichtig, dass unser Fleisch hier gekühlt bleibt. Stopp. Und direkt auf, was haben wir hier, minus 15, na jetzt reichen ja minus 10 Grad einstellen. Theoretisch würde es reichen, wenn wir sagen, macht Zieltemperatur minus 5. Ich glaube, es ist aber relativ egal mit der Leistung. Okay. Die Solaranlage wird dann später weitergebaut. Da kommen die Bauteile. Ernsthaft? Ich konnte die Solaranlage nicht bauen? Und hat deshalb jetzt das hier verkackt? Ernsthaft? Der hat jetzt einen Bauteil dafür verschwendet? Das war schon richtig. Moment, Charakter. Konstruktion 6. Delgado. Oh, Konstruktion 11. Ja, bau du mal. Ist mir dann doch lieber und etwas sicherer. Delgado? Ah, da. Man macht immer zuerst das, was man angefangen hat, auch zu Ende. Jawohl. Ganz simpel. Und ausruhen. Und Richards. Und der trägt wieder von irgendwo nochmal Stahl. Hallo? Ah ja, klar. Der trägt einmal Stahl 500 Kilometer über die gesamte Karte. Warum auch nicht? Ah ja, er ist ja auch fertig hier. Wenn er dann wieder hier ankommt, ist es natürlich schon wieder morgen. Entfernt Geröll. Genau, da hat er jetzt genug Zeit für. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, das mit der Energie ist jetzt natürlich klasse. Wir haben hier... volle Sonne. Das bringt jetzt einiges an Energie. Da würde sich auch irgendwann schon eine zweite Batterie lohnen.
Da wird ein Schwein angegriffen. Es ist hoffentlich nicht unseres. Nein, natürlich nicht. Ja, jag es. Töte das Schwein. Ich möchte das Leder haben. Klar, ne? Ich möchte die Haut haben. Ja, komm, mach mal schneller. So. Oh, es fehlen 0,98% Körperteile. Nein, nicht auffressen. Oh, zum Glück. Was fehlt? Der Nacken, das vordere rechte, das hintere linke Bein und der vordere linke Huf. Okay, aber unser Hund kann ja mittlerweile auch, wie heißt es denn nochmal in der Fachsprache? Kadaver holen. Wie heißt das denn noch in der Jägersprache? Ich verabscheue hier Jäger so sehr, dass ich das noch nicht mal mehr weiß. Nee, ich komme gerade nicht drauf. Ach, na, ihr wisst, was ich meine. So, ich guck mal eben. Oh, 1:20 nehme ich jetzt schon auf. Es ist also auch mal wieder Zeit, das hier zu unterbrechen. Ich muss ja noch mehr Sachen aufnehmen. Und auch gleich erstmal was essen. Ich habe Hunger. Und ich mache mir noch einen Tee. Ja. Gut, aber es läuft doch ganz anständig. Es war jetzt nicht das Allerspannendste, aber man merke, das ist halt RimWorld. Man kann das mit Sicherheit ein bisschen mit mehr Elan spielen, dass ich jetzt noch größere Sachen baue, bla bla bla. Ich habe aber nicht mehr Menschen zur Auswahl. Vielleicht kommt demnächst mal wieder einer vorbei, den wir dann aufnehmen können. Dann haben wir 5 Leute, dann kann man nochmal mehr veranstalten hier. Na gut, wir haben eine neue Solaranlage, wir haben hier eine Nähmaschine und diesen Mending-Arbeitstisch. Wir haben es geschafft, hier den Boden zu verlegen. Was haben wir hier eigentlich? Eine gute Kommode, einen schlechten Nachttisch und ein gutes Regal. Na, wenn das mal nichts ist. Das ist bis jetzt, glaube ich, der schönste Raum von allen. Weil keiner hat so gute Möbel wie... Genau. Das Krankenzimmer. Da ist ja auch wichtig, dass die Möbel schön sind. Ja, gut. Ja, freut mich doch. Ich finde es besonders gut, dass wir hier diesen großen Felsen haben, wo man sich so schön reinbuddeln kann. Alles klar. Ich hoffe, es macht euch auch immer noch Spaß. Und jetzt gab es halt leider keine Abstimmung. Es wird jetzt auch keine geben. Aber immer noch, wenn ihr Ideen habt, immer schön her damit. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder im neuen Quatsch, nicht im neuen Jahr. Wir haben bereits das neue Jahr, wenn ihr das seht. Ich wünsche euch einen guten Rutsch nachträglich, wenn man das so sagen darf. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Euer Nordoron. Ach ja, das Wildschwein. Euer Nordoron. Also euer Wildschwein. Genau. Bis zum nächsten Mal. Euer Wildschwein. Ciao.